So, willkommen zurück. Kurze Info, ich habe jetzt einen neuen Shader drin. Das kann ich euch kurz zeigen. Den SM Shaders V2.1 Standard. Und wir gucken mal ganz kurz. Ja gut, ich habe ordentlich FPS. Und wir machen jetzt direkt weiter. Okay, der Herr Tyrox fällt immer um. Dann gehen wir mal gucken, was der Herr Melvin da oben so treibt. Das ist der Herr Prix. Aber wo ist der Herr Melvin hin? Der Herr, ich keine Ahnung, wie er jetzt heißt. Der baut bestimmt wieder irgendwas Interessantes. Da lass ich mich mal überraschen. So, da wollen wir mal gucken, ob diese dämlichen Kackbienen immer noch da sind. Oder ob die jetzt weggeflogen sind. Au, 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 die sind immer noch da. Dann baue ich jetzt den Baum ja auch ab, so. Habt ihr jetzt davon? Ich hoffe, ihr sterbt. Warum hab ich nur noch... Ich muss mehr essen. Eindeutig. Oh, ich habe keine Erde dabei. Mist. Ihr seht mich nicht. Ich hau jetzt euer Nest kaputt. Das ist mir jetzt egal. Wenn ich die grünen Blätter kaputt mache, müsste das doch eigentlich runterfallen. Au, 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 schnell. Au. Jetzt. Au. 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 Ah. Keiner da, der mir helfen kann. Toll. Mist. Komm, ich muss dich nur ganz leicht bekommen. Das sind viele Bienen. Jetzt. Ich mach jetzt so lange auf dich mit der Axt ein, bis du kaputt gehst. Ja. Au.
Warum sind hier so viele Pferde? Oh mein Gott. Das sind echt ganz schön viele. Oh, ich hab Hunger. Essen, essen, essen. Ich esse sehr gerne. Ja, das Bad tat gut, also. Ja. Ja, das ist schwer, so eine Biene. Was zum Teufel? Und warum fällt der Herr Tyrox immer um? Ha! Keine Kackbienen mehr hier. Okay. Und Pfeile dahin. Mal gucken. Irgendwie war das doch. Ui. Ui, was ist das denn? Ui. Das muss ich den Herrn Tyrox zeigen. Das ist bestimmt was Gutes für sein Haus. Aber wie war das noch gleich? Macht man das aus dem Holz? Nein. Da sind die Bretter. Und wenn man die Bretter jetzt zusammen macht, hat man so einen Tisch. Sehr schön. Und dann war das doch noch irgendwie, wenn man diese hat. Nein. Wartet mal, die Kiste hat in der Mitte Platz. Da haben wir sie. Ja. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Platz. Kommt in die nämlich das Holz rein. Aber ich brauche noch so eine Fackel. Wie hat man die gemacht? War das nicht so hier? Nein, war das so? Oh! Da haben wir sie ja! Und das habe ich nämlich gestern gehört, wie der Herr Tobias das zum Herrn Melvin gesagt hat. Und die Biene machen wir dort auch rein, die nervt. Aber das auch. Das muss keiner sehen. Hehehe. Mich beschleicht das Gefühl, dass es schon wieder nicht Nacht wird bei mir. Hey du! Ist es Tag oder Nacht? Ja, ich gehe schon gucken. Ich sehe nix. Ui. Au.
Hallo, jemand da? Nein, schade. Ist denn der junge Mann da oben da, der dieses komische Ding baut? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Schade, irgendwie ist keiner hier. Haben die alle Angst vor mir? Ich hoffe es mal nicht. Warum hat der Herr Melvin hier oben Fackeln gesetzt? Der verbirgt doch auch irgendwas. Irgendwas ist mit dem. Immer Fernglas rausholen. Oh, ich bin ziemlich nah an dem Haus von Herrn Tyrox dran. Ich müsste vielleicht doch ein bisschen nach da gehen. Mal schauen. Aber irgendwie, heute ist. Ich habe zwar welche gesehen, aber das war's dann. Schade. Und was baut der Herr hier? Das sieht aus wie ein Boot mit Dach. Ja, der wird uns best. Er wird uns bestimmt irgendwann aufklären. Ui, ganz schnell. Autsch. Aber ich muss auch noch mal was nachgucken. Der Herr Tobias verhält sich ja auch sehr komisch in letzter Zeit. In seinem Bett ist er nicht. Müssen wir mal gucken. Was ist das für Serum? Kann man das trinken? Nein. Ganz schnell wieder zurücktun. Was ist das? Okay, ich verstehe kein Wort. Weiß nicht, was das auf sich hat. Hier ist schon wieder so eine Flasche. Woher? Und er hat so eine Axt, die braucht er doch gar nicht. Die wird einbehalten. Ui, er hat auch ganz viel Essen. Oh, und ganz viel Geld. Oh, schnell hier rein. Puh. Das muss ich hier mal ein bisschen sortieren. So. Warum ist die Axt schon wieder dort? So. Ja, dann heißt es jetzt auf die anderen warten. Denn ohne die anderen, ja, ist das hier recht langweilig, wenn alle schlafen.
Ja. Und das regnet so doll. Mist. Haben wir hier noch irgendwas drinne? Koppernuggets. Okay. Was ist das? Herr Tobias ist ja gerade nicht da. Der hat doch irgendein Geheimnis. Und das Fräulein Sissi genauso. Die hat hier aber nur Essen. Und der Leut taucht auch nicht mehr auf. Ja, der Herr Ramon fällt immer um. Ja. Da werde ich mich jetzt auch erstmal schlafen legen und warten, bis die anderen wieder da sind.